Hallo, herzlich willkommen zu einer Tasse Kaffee mit mir, diesmal aus der schönen Kapelle des Bethlehem-Krankenhauses in Stolberg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Freunde, Gesundheit ist nicht alles. Aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Diesen Spruch hört man oft. Wenn Gesundheit damit fast zum höchsten Gut wird, dann erfährt sie geradezu eine religiöse Verehrung. Welchen Stellenwert hat dann noch Krankheit? Was macht sie mit Menschen? Für das höchste Gut, Gesundheit, müssten wir alles einsetzen. Andere Güter wie Frieden, globale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Nachhaltigkeit müssten wir demgegenüber eher hinten anstellen. Wird es künftig ein Höchstmaß an Gesundheit nur noch für die geben, die sich das leisten können? Nun, aus christlicher Sicht hat Gesundheit aber nicht den Stellenwert eines höchsten Gutes. Keine noch so ausgefallene Religion der Gesundheit wird uns auf Dauer über die für jeden von uns unausweichliche Realität von Krankheit, Alter und Tod hinwegtäuschen können. Aus christlicher Sicht gilt die Zusage von Gottes Liebe, die stärker ist als Krankheit und Tod. In gleicher Weise für Gesunde wie für Kranke diese Zusage. Für manche Menschen wird eine schwere Krankheit gar zum Schlüssel für persönliche Tiefe und vielleicht auch individuelle Weisheit. Die Krankheit hat mich verändert, ich sehe mein Leben anders, tiefer. Beziehungen sind mir wichtiger geworden, erzählte mir ein Gemeindeglied nach einer schweren Operation. Liebe Freunde, Gesundheit kann eine Kraft sein, auch mit Störungen und Einschränkungen des Befindens, unsere wesentlichen Beschäftigungen ihnen nachzugehen und in Würde zu leben. Darauf kommt es an. Damit soll Krankheit natürlich nicht zur Tugend erklärt werden. Selbstverständlich, es gilt weiterhin, Krankheiten zu heilen. Und deshalb ein großer Dank über die Fortschritte in der Medizin. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich Ärzte und das Pflegepersonal, die das Wohl, die Heilung der Patienten im Blick haben. Dazu habe ich auch heute einen Gesprächsgast. Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends, so lese ich in einem Text hier in diesem Krankenhaus, den jemand aufgeschrieben hat. Er sammelt meine Tränen in seinem Krug, du, mein Gott, zählst sie. So ein Psalmwort. Ja, in vielen Krankenhäusern sind Kapellen, sind Seelsorger unterwegs. In dieser Kapelle, in dieser schönen hier in Stolberg, liegt auch ein Buch aus. Oder auch die Krankenhausfahrer sind hier aktiv. Ich denke, das ist wichtig. So möchte ich schließen mit einem kleinen Text, der auch aus solch einem Buch von Patienten aufgeschrieben wurde, hier in dieser Kapelle. Ich habe mir vorgenommen, mich meiner Krankheit zu stellen, ihr ins Auge zu sehen, mein Kranksein anzunehmen. Oder bin ich eher auf der Flucht? Wenn die Ärzte und Schwestern nicht wären, müsste ich verzweifeln. Sie helfen mir. Doch ich muss klagen und weinen, weil ich aus dem Strom des Lebens gerissen wurde. Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. Mein Mut ist dahin. Was soll ich hoffen? Ich bin so kleinmütig. Gott, hilf mir, dir zu vertrauen. Ich will mein Herz ausschütten, damit du weißt, wie mir zumute ist. Ich danke dir, dass du mich nicht allein lässt und gute Menschen mich begleiten. Herr, bleibe bei mir. Ja, ich begrüße Dr. Christoph Dietrich, der hier im Bethlehem-Krankenhaus zu Stolberg Arzt ist. Schön, dass du da bist, lieber Christoph. Vielleicht erzählst du erst mal ein bisschen was über dich und über deine Tätigkeit hier in diesem Krankenhaus. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier etwas aus meiner Arbeit auch erzählen kann. Ich bin Chefarzt der Klinik für Innere Medizin hier am Bethlehem-Krankenhaus. Und meine Aufgabe ist es, mit meinem Team zusammen Patienten aus allen Bereichen der inneren Medizin hier im Krankenhaus zu versorgen. Ich habe selber eine Ausbildung als Internist eben gemacht. Ich bin auch entsprechend Spezialist noch für Magen- und Darmkrankheiten. Und ich habe auch eine Weiterbildung als Palliativmediziner gemacht. Christoph, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie erlebst du Menschen, wie sie mit ihrer Krankheit, Verletzung umgehen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen halt in allen Bereichen sind. Und auch wir Ärzte gehen ja unterschiedlich damit um. Und das spiegelt sich auch gelegentlich mal wieder zwischen Patienten und Ärzten. Viele Patienten haben natürlich große Probleme, insbesondere wenn es sich um schwere, auch lebensbedrohliche und eben auch tödliche Erkrankungen handelt. Und dann ist es unsere Aufgabe, ihnen trotzdem Zuversicht zu vermitteln, ihnen die Symptome, also die Beschwerden der Krankheit möglichst zu erleichtern und ihnen Lebensqualität zu geben. Und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben der Medizin, denke ich. Bei vielen Erkrankungen können wir relativ einfach mit Medikamenten oder bestimmten Eingriffen heilen oder zumindest sehr, sehr viel verbessern. Aber viele Krankheiten sind eben leider auch sehr schwer und tödlich. Und deswegen ist es eine unserer wichtigsten Aufgaben, hier Beschwerden zu lindern und den Menschen zu ermöglichen, auch mit diesen Krankheiten noch ein würdevolles und selbstbestimmtes und vor allen Dingen auch qualitativ hochstehendes Leben zu führen. Was sind so deine Erfahrungen? Natürlich, die Frage weißt du, dass sie kommt, während der Corona-Zeit. Ist das ein Thema? Wie erlebst du da Menschen und erst recht natürlich auch Patienten? Ich glaube, wir waren alle sehr verunsichert. Sowas, da hat man irgendwie nicht mit gerechnet, auch wenn das in Filmen ja auch schon irgendwie vorweggenommen worden ist. Wir mussten uns alle umstellen, die Patienten. Wir hier als Mitarbeiter im Krankenhaus, wir laufen jetzt immer den ganzen Tag mit so einem Mundschutz durch die Gegend. Wir versuchen unbedingt zu vermeiden, dass wir uns als Mitarbeiter oder auch die Patienten, die ja hier Hilfe suchen, sich hier im Krankenhaus infizieren. Und wir haben eben auch Verläufe erlebt von der Corona-Erkrankung, die von relativ leicht über mittelschwer bis auch sehr schweren Verläufen reichen. Und wir haben auch Todesfälle erlebt. Und das waren nicht immer nur die alten Patienten, wie es heißt, sondern da waren auch jüngere Patienten dabei mit sehr schweren Verläufen. Wir haben ein letztlich neues Krankheitsbild kennengelernt und haben damit gelernt, umzugehen. Und wir haben eben auch gelernt, dass wir nicht alles wissen, dass wir dazulernen müssen und dass sich das Wissen erstmal so ein bisschen steigern muss, um dann wirklich irgendwie auch im Verlauf eine gute Versorgung dieser Patienten bieten zu können. Ja. Wie schätzt du denn überhaupt die aktuelle Lage ein? Da gibt es ja nun viel Diskussionsbedarf, viele Informationen. Du jetzt als Arzt, vielleicht kannst du mit ein paar Stichworten sagen, was dir wichtig wäre, Blick auf unser Umgang mit Corona. Ja, wir haben ja die erste Welle, wie es so schön heißt, eigentlich hinter uns gebracht. Aber jetzt sehen wir seit einigen Wochen wieder langsam steigende Fallzahlen. Und ich persönlich würde schon sagen, das ist so ein bisschen eine labile Situation, die wir haben. Es infizieren sich zunehmend mehr Menschen. Überwiegend sind das im Moment junge Menschen, die auch sehr gute und leichte Verläufe überwiegend haben. Deswegen haben wir hier im Krankenhaus gar nicht so viele Corona-Patienten im Moment. Aber die Sorge ist natürlich da, dass irgendwann auch wieder schwer kranke Patienten kommen, weil sich das natürlich dann weiter ausbreitet, dann auch vielleicht wieder ältere Menschen und Patienten mit Risikofaktoren infiziert werden. Und deswegen glaube ich, ist es besonders wichtig, dass wir alle einfache Regeln einhalten. Und es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Im Internet oder woanders firmiert das als die AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygienemaßnahmen wie häufigere Händedesinfektion und eben diese Alltagsmasken. Und ich finde, das schränkt uns im täglichen Leben nicht so sehr ein, dass wir das weglassen sollten, sondern wir sollten jetzt ernsthaft bemüht sein, uns alle zu schützen und insbesondere auch die vulnerablen Mitglieder unserer Gesellschaft. Und deswegen diese einfachen Regeln beachten, viel mehr muss man eigentlich gar nicht tun. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das nach einer gewissen Zeit auch in Fleisch und Blut übergeht. Da gucke ich einen Film und wundere mich, dass die Leute nicht Abstand halten. Naja, klar, weil irgendwie hat man es schon verinnerlicht und ich trage die Maske auch am Tag so lange, dass ich manchmal sogar vergesse, sie abzunehmen. Ich finde, das ist wichtig, dass wir gerade in so einer labilen Phase da nochmal dran denken. Jetzt kommt der Winter, da kommen wieder andere
Krankheiten auch der oberen Atemwege und dann steigt auch weil wir uns wieder mehr in Innenräumen aufhalten, auch das Risiko der Corona-Übertragung wieder deutlich an. Und diesen Winter müssen wir überstehen. Wir müssen hoffen, dass eine Impfung kommt. Da gibt es auch sicherlich Gründe für das zu hoffen, dass wir irgendwie nächstes Jahr eine Möglichkeit haben, uns besser zu schützen. Und unterm Strich ist es dann eben doch nicht nur eine Grippe. Wir sehen schon auch bei vielen Patienten, wo wir es gar nicht erwarten, sehr schwerwiegende Verläufe. Und ich habe das manchmal mit russischem Roulette verglichen. Man weiß nicht, wen es trifft. Und es kann eben auch mal jüngere Leute treffen. Und es kann auch jemanden treffen, der vielleicht keinen schweren Verlauf hat, der aber dann doch durch Lungenveränderungen einen dauerhaften Schaden davon trägt. Also ich glaube schon, dass es sich lohnt, vorsichtig zu sein für einen selbst, aber auch eben für die anderen. Ja, vielen Dank. Lieber Christoph, du bist ja nun sehr viel mit Leid und mit Grenzsituationen konfrontiert. Woher nimmst du selber für dich persönlich Kraft? Wo schöpfst du Hoffnung her? Oder hast du gar ein Hobby? Ja, durchaus. Da bleibt noch Zeit für. Vor allen Dingen erdet mich meine Familie immer. Ich habe ja 3 Kinder und die werden älter und dann fangen die an, erst stellen die Fragen und irgendwann hinterfragen sie einen auch. Und da ist man als Vater und natürlich auch meine Frau als Mutter, da sind wir ständig so ein bisschen durchaus im Rechtfertigungsdruck. Ne? Da werden wir immer mehr hinterfragt und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir haben sehr lebhafte Diskussionen zu Hause, das kann man wohl sagen. Und das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, das macht auch viel Spaß, das ist auch manchmal anstrengend, aber man mag es nicht missen. Darüber hinaus mache ich gerne Sport. Das fängt an von Laufen gehen, Fahrradfahren, wo man sehr schön den Kopf frei kriegt, weil man manche Dinge nochmal durchdenken kann, aber auch Spielen, Tischtennis, Badminton, Basketball habe ich früher mal gespielt, Fußball spiele ich gerne auch noch mal mit meinen Kindern. Das ist toll, die körperliche Betätigung ist mir sehr wichtig und ich wandere auch unheimlich gerne, weil ich auch finde, dass das herrlich ist, körperliche Betätigung, aber auch die Landschaft sehen, Eindrücke gewinnen. Und dann habe ich auch immer meine Kamera dabei und mache gerne mal Fotos von der Landschaft. Meine Frau sagt immer, zu wenig Personen drauf. Aber das ist schon sowas, was mich einfach unheimlich reizt und wo ich dann auch immer gerne hinterher mal die Bilder dann abziehe und mal so einen Kalender draus mache. Darüber hinaus lese ich sehr viel verschiedene Themen. Ich lese auch mal gerne ganz banal so ein Krimi, weil ich gern mal so mitrate. Aber ich lese auch gerne Bücher zu philosophischen oder politischen Themen, Biografien und auch sehr viele Bücher zu geschichtlichen Themen. Ich habe Geschichte in der Schule als Leistungskurs gehabt. Das lässt mich nicht los. Ich lese immer mal gerne zu bestimmten Themen, auch kunstgeschichtlichen Themen gerne was. Und dann im Urlaub besuche ich dann gerne mal die Kirchen vor Ort, sehr zum Missfallen meiner Kinder. Da müssen die sich mal wieder auch ein Besichtigungsprogramm unterziehen. Aber das sind so Sachen, die mich interessieren, weil ich finde, da kann man auch unheimlich viel fürs eigene Leben lernen aus diesen. Aber du singst doch auch, glaube ich, oder? Richtig, das habe ich jetzt glatt vergessen. Ich bin in einem Chor. Das ist natürlich jetzt, vielleicht habe ich es deswegen auch vergessen, in Corona-Zeiten ungeheuer schwierig. Da ist das mit den Proben, das funktioniert nicht mehr so. Jetzt gerade stellt unser Chorleiter wieder eine Möglichkeit auf, dass man sich trotzdem treffen kann unter Corona-Bedingungen. Das tut mir unheimlich weh, weil so richtig das große Oratorien singen, das funktioniert in Corona-Zeiten nicht. Und da hoffe ich sehr, dass wir das irgendwann mal wieder machen können, große Werke gerade aus der christlichen Kirchenliteratur aufzuführen. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und da hoffe ich sehr, dass das irgendwann wieder möglich sein wird. Christoph, vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir, deinen Mitarbeitern überhaupt, dem ganzen Krankenhaus und auch allen, die hier in der Kapelle aktiv sind, erstmal ein dickes Dankeschön und dir weiterhin Gottes Segen, viel Kraft. Und ihr, liebe Freunde, bleibt behütet auf einen Kaffee in der nächsten Woche. Macht's gut, tschüss und ein gutes Wochenende.